Hallo zusammen und einen schönen guten Abend. Mein Name ist Lukas Meissner. Ich werde heute über Adorno sprechen und nächste Woche über Marcuse. Das Ganze ist Teil einer Einführung in die radikale Philosophie, die die Heiligionische Assoziation für radikale Philosophie veranstaltet, kurz HARP. Die findet man auch im Internet. Und wir haben schon einige Vorträge gehört. Ich bin hier weiter hinten über Rousseau, über Hegel, über Bloch und einige weitere, also wer Lust hat, kann die auch auf dem YouTube-Kanal nochmal nachschauen. Jetzt gehe ich einfach mal direkt in den Vortrag. Im Chat kann auch eine Frage gestellt werden, wer Interesse hat, und die würde ich dann später beantworten. Ursprünglich war der Titel Adorno ein Postmoderner zu seiner rettenden Kritik der Vernunft. Das Ganze ist jetzt etwas präzisiert worden und heißt nun Nicht-Identität, Totalität und Versöhnung, Begriffsklärungen im Sinn einer rettenden Kritik der Vernunft. In dem Sinne fange ich auch an. Ich will nur noch einen Hinweis vorweggeben. Es gibt zwei Begriffe, Poststrukturalismus und Postmoderne, die in dem Text meist synonym gebraucht werden, auch wenn der klassische französische Poststrukturalismus nicht unbedingt in eins fällt mit der Postmoderne, wie sie sonst als Theorie gesehen wird. Er ist eher ihre Pionierarbeit, wie auch ihre theoretisch versierteste Form. Der Einfachheit halber habe ich das aber mal im Vortrag synonym verwendet. Insofern fange ich jetzt an mit einem Ende der vielen Vorreden und beginne mit dem Vortrag. Ihm wird Elitismus und Snobismus, Pessimismus und Obskurantismus vorgeworfen und vor allem sich im Grand Hotel Abgrund des drohenden Overkills pudelwohl eingerichtet zu haben, bis ihn die Unruhen um 1968 schließlich das Leben gekostet hätten. Die Rede ist von Theodor W. Adorno, dem Bestseller unter den Antikapitalisten, dem Star auf dem nonkonformistischen Parkett der Frankfurter Schule. Sicher der etablierten Intelligenz ja gefällt er bis heute, weil seine negative Dialektik noch das verstockteste Biedermeier ins revolutionäre Pantheon aufzuheben vermag, bis seine Methode in Legitimation von Doppelzüngigkeit umschlägt. Jedoch war Adorno beides zugleich, sowohl Aushängeschild bundesdeutscher Bildungsbürgerlichkeit als auch konsequentester Kritiker der konsumeristischen Nachkriegszeit. Die akademische Mode unserer Epoche nun unterstellt Adornos Antipositivismus einen Hegelianismus, der dem Totalitären anhänge, weil er sich von der neomarxistischen Analyse gesellschaftlicher Totalität nicht abbringen ließ. Dabei ist sein vielleicht berühmtester Nicht-Begriff, nämlich der des Nicht-Identischen, eine Trutzburg gerade des Radikal-Singulären, des Facettenreichtums, des noch nicht und des Eingedenkens des Plurals im Utopischen. Es geht Adorno also anders als den relativistisch-relationistischen Attrappen des Differenten im Poststrukturalismus um eine Gesellschaft, in der Mensch, Zitat, ohne Angst verschieden sein darf und kann, Zitat Ende. Was an ihm darum in seinem eigenen Sinne kritisch hinterfragt werden muss, ist seine partielle Wegbereitung der Postmoderne in der BRD. Von der Überidentifizierung der Rationalität mit Herrschaft bis zum Rückzug der politischen Linken in Kunst und Kultur. Gleichsam bleibt im Angesicht der gängigen Verwechslung von instrumenteller Vernunft mit Vernunft an sich daran zu erinnern, dass Adornos rettende Kritik der Vernunft das emphatisch Vernünftige retten wollte, statt es rundheraus zu verabschieden. Zentrales Movens dieser Rettung ist eine Rettung der Begriffe Totalität und falsche Objektivität sowie Nicht-Identität und Versöhnung, ohne die sich weder kapitalistischer Irrationalismus noch emanzipatorische Vernunft denken ließen. Im Sinne von Adornos rationaler Vernunftkritik also
sollen Grundbegriffe kritischer Vernunft im Folgenden theoretisch geklärt wie vor ihrer weiteren Verabschiedung bewahrt werden. Kapitel 1. Adorno, ein Postmoderner. Von verschiedenen Seiten wurde die letzten Jahrzehnte argumentiert, dass Adornos vernunftkritische Philosophie mit jener der Poststrukturalisten in einer Beifallwandschaft stehe. Dabei ist Adorno zwar, Zitat Walter Busch, der Medienstar unter den Intellektuellen des westlichen Nachkriegsdeutschlands, Zitat Ende, doch mit Sicherheit kein Postmoderner. Das verrät schon sein subjektphilosophischer Hintergrund in der objektiven Vernunft, der sich sowohl gegen lebensphilosophische Liquidierungsfantasien von Subjekt und Objekt als auch gegen psychoanalytisch interpretierte Ich-Schwächen richtet. Was Adornos Verwechslung mit einem Postmodernen aber nahelegte, war seine, was ich so nennen ließe, Überidentifizierung der Vernunft mit dem Identifizieren sowie der Aufklärung an sich mit Herrschaft über die Natur, sowohl die innere wie die äußere. Seit der Dialektik der Aufklärung hat besagte Überidentifizierung Adorno in Bann gehalten. Durch die Angleichung des begrifflichen Denkens an den Tauschwert des Kapitals, übernommen von Alfred Sohn-Rethel, sowie die Gleichsetzung aller Vernunft mit instrumenteller oder formalisierter Vernunft, geriet Vernunft als solche in die Angriffslinie kritischer Theorien. Dabei ist diese Überidentifikation der Vernunft mit Identifikation selbst offenbar bloße Wiederholung dessen, was Vernunft sein soll, indem sie gegen sich selbst ausgespielt wird. Mit diesem recht eindimensionalen, wenn nicht zirkulären Manöver wird Vernunft an sich ausgerechnet des Nicht-Identischen gesäubert, bis so etwas wie emanzipatorische Vernunft im Auftrag des Nicht-Identischen gar nicht mehr gedacht werden kann, ohne in Aporien zu geraten. In der Sackgasse jener Überidentifikation der Vernunft mit Identifikation und damit mit Herrschaft gab es für Adorno schließlich nur noch einen Ausweg. Den Bau eines Elfenbeinturms zwischen neohegelianischer negativer Theologie, exemplifiziert in der negativen Dialektik, auf der einen Seite und einer Apologie modernistischer Kunst auf der anderen, im Fall seiner ästhetischen Theorie. Diesen Elfenbeinturm Bau als Sackgassenarchitektur kann ich hier nicht näher behandeln. Er lässt sich jedenfalls lesen als das Einfallstor des Poststrukturalismus auch in die kritische Theorie, die allgemeine der Postmoderne in die BRD. Vielmehr möchte ich im Folgenden zeigen, dass Adorno trotz seiner totalisierenden Vernunftkritik die Vernunft rational verteidigte, als Statthalterin des Nicht-Identischen und seiner Versöhnung wie als Kritikerin systemischer Totalität. Damit kommen wir zu Kapitel 2, Totalität und falsche Objektivität. Für Adorno ist, Zitat, Totalität keine affirmative, sondern vielmehr eine kritische Kategorie, Zitat Ende. Als solche ist Totalität nicht nur eine große oder Meta-Erzählung im Sinne von Lyotard und schon gar nicht eine metaphysische Plattitüde im Sinne Richard Rortys, sondern, Zitat, das Allerwirklichste. Das Zitat Adorno geht weiter. Weil sie aber der Inbegriff des gesellschaftlichen Verhältnisses der Individuen untereinander ist, das sich gegen die Einzelnen abblendet, ist sie zugleich auch Schein, Ideologie. Eine befreite Menschheit wäre nicht länger Totalität. Zitat Ende. Solange die Menschheit also nicht befreit ist, muss kritische Theorie eben jenes analysieren, was sie knechtet, eben die Wirklichkeit der Totalität. Bei Adorno, wie auch bei Horkheimer oder Marcuse, beschreibt die Kategorie der Totalität einen gesellschaftlichen Prozess der Totalisierung. Dieser Prozess ist eine soziologische Tendenz. Die zunehmende Totalisierung der Gesellschaft und die damit einhergehende Abnahme nicht nur von Gemeinschaft, Sozialität und Solidarität, sondern auch und vor allem von Individualität, Singularität und Nicht-Identität. Nun geht es in einem Großteil von Adornos Werk darum, Nicht-Identität gegen Totalität zu verteidigen. Letztere, Zitat Adorno, gesellschaftliche Totalität, also er nennt sie gesellschaftliche Totalität, wird begrifflich meist gebraucht für eine philosophische Fassung kapitalistischer Realität, die nur als Totalität umschreibbar ist, weil sie nach Adorno positiv dialektisch funktioniert. Das heißt,
Der Kapitalismus ist ein System, das die Antithesen, denen es begegnet, tendenziell in sich selbst zu einer höherstufigen Synthese, etwa einem aktualisierten Akkumulationsregime, aufhebt. Anders gesagt, der Kapitalismus ist nicht zuletzt das Ergebnis jener Kämpfe gegen ihn, die er inzwischen inkorporiert und denen er so den radikalen Stachel gezogen hat. Diese Einsicht setzte sich die letzten Dekaden von Silvia Federici über Luc Boltonski bis zu Nancy Fraser durch. Das Tauschprinzip des Kapitals, seine abstrakte Arbeit wie die Summe seiner anderen Realabstraktionen, homogenisieren, quantifizieren, nivellieren und entwerten das Materielle, das Natürliche, das Somatische, das Kulturelle und das Politische. Kurz, als gesellschaftliche Totalität in ihrer Tendenz zur Selbsttotalisierung kolonisiert und kooptiert das Kapital das Nicht-Identische. Gerade um Nicht-Identität zu verteidigen, muss Totalität daher theoretisiert werden, denn beide sind gleichermaßen real, zwar Totalität subsumiert allerdings Nicht-Identität unter sich. Totalität ist für Adorno insofern das wichtigste begriffliche Mittel, um das Nicht-Identische zu verteidigen, nämlich indem sie dessen Usurpator analysiert und dekonstruiert. Anders ausgedrückt, die gesellschaftliche Totalität steht realiter in einer positiven Dialektik zu ihrem negativen Anderen, zur Nicht-Identität, indem sie dieses in ihrem eigenen System positiviert. Genau wegen dieses Verhältnisses kapitalistischer Totalität zur materialen Nicht-Identität nun ist der Kapitalismus als ein positiv-dialektisches System zu begreifen, das objektiv so ruhelos prozessiert wie die Arbeit des Begriffs, die Hegel einst subjektiv ins Werk gesetzt hat. Für Adorno, wie etwa auch für Marshall Berman, wäre es insofern nicht zu viel gesagt, dass Hegels vermeintlich idealistische Methode überhaupt nur materialistisch aus der sich durchsetzenden Industrialisierung in Deutschland zu dieser Zeit erklärbar wird. Entsprechend ist die kapitalistische Totalität gerade global nur begreifbar als ein fluider, liquidierender Prozess der Totalisierung, der Verschiebung von Zentren und Peripherien, der Expansion und Kolonisierung, der Akkumulation, Inwertsetzung und Enteignung. Das heißt, die kapitalistische Totalität ist ebenso sehr ein Prozess der Totalisierung auf der Makroebene, wie dessen Ware auf der Mikroebene ein Prozess der Kommodifizierung ist. Zitat Holloway: Das Substantiv die Ware verbirgt und enthält ein Verb, den Prozess der Kommodifizierung. Zitat Ende. Zusammen mit Rosa Luxemburgs Landnahmetheorem gedacht, ist Motor der Totalisierung somit das mobile Zentrum, das seine gestrandeten Peripherien kolonisiert. Totalität ist folglich nie als sie selbst vollendet, sondern besteht eo ipso in ihrem eigenen Totalisierungsmanöver. Im Kapitalismus verschiebt sich aus der longue durée betrachtet schließlich stetig das Zentrum. Die Peripherien als Geografie des Nicht-Identischen bleiben durch dessen Reichweiten gefährdet, obwohl es nie der Fall sein wird, dass Totalität je ganz zu sich selbst kommt, indem Totalisierung sich vollendete. Schon logisch kann letztlich nicht alles Zentrum sein. Wenn kontrafaktisch doch alles zum Zentrum würde, das heißt, wenn Totalität in final totalisierter Totalisierung vollendet wäre, dann müsste der Kapitalismus schlicht und ergreifend enden. Zwar nicht, um der Utopie Platz zu machen, leider, sondern als Realisierungspunkt eines dystopischen Momentums, aber doch ohne Perpetuierung seiner Logik. Bis das soweit ist, und ich fürchte, es sieht nicht so aus, als würde es allzu bald eintreten, ist Adornos gesellschaftliche Totalität als Prozess der Totalisierung der Kapitallogik zu verstehen. Damit hat sich gezeigt, die Totalität des Systems ist gesellschaftlich. Als gesellschaftliche kann Totalität aber auch eine falsche sein. Zitat Adorno: Das Ganze ist das Unwahre. Nicht bloß, weil die These von der Totalität selber die Unwahrheit, das zum Absoluten aufgeblähte Prinzip der Herrschaft ist, sondern weil Totalität zum radikal Bösen in der totalen Gesellschaft wird.
wie wir auch immer das radikal Böse jetzt hier verwenden wollen, das müssen wir nicht unbedingt mit Adorno mitgehen in diesen Begrifflichkeiten, es ist doch so, dass innerhalb einer dergestalt eingerichteten Gesellschaft es entsprechend des Kondensats der Minima Moralia auch kein richtiges Leben gibt. Aber der Kampf für dieses, den gibt es zu allermindest. Und innerhalb dessen lässt sich die Zukunft des Heute und Hier bereits öffnen. Der Begriff falsche Objektivität ist, soweit wir dahin noch kommen, insofern gemeinsam mit dem der gesellschaftlichen Totalität im Zentrum von Adornos Denken. Statt Totalität in ihrer Objektivität zu leugnen, wie es die Postmoderne von Foucault bis Lyotard tut, wird sie von Adorno als falsch ausgewiesen, indem er aufzeigt, dass gesellschaftlich Objektives nicht mit dem soziopolitisch Subjektiven vermittelt ist, womit sowohl Objektivität wie Subjektivität ihre begriffliche Wahrheit verlieren. Diese kontraintuitive Begrifflichkeit, falsche Objektivität, und vielleicht ist alle wahrhaftige Begrifflichkeit letztlich kontraintuitiv, verweist nun bereits auf ihr anderes, auf den Nichtbegriff der Nichtidentität. Nichtidentität nämlich, obwohl sie ontologisch fundamentaler sein mag als Totalität, steht doch unter der Herrschaft der Letzteren. Das richtige Leben, Objektivität, die ihre Wahrheit nur zwischen den Subjekten finden könnte, wäre Adorno darum nur als Versöhnung des Nichtidentischen mit dem Ganzen der Gesellschaft möglich, wobei dieses Ganze dann keine Totalität mehr sein könnte. Wollen wir kurz um Objektivität, so brauchen wir Subjektivität, denn die beiden sind nur dialektisch denkbar. Das war und bleibt gegen allen objektivistischen Positivismus und Scientismus einzuwenden, der uns gerade heute wieder in vulgärsten Formen heimsucht. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wollen wir Subjekte, dann dürfen sie nicht objektiviert werden. Philosophische Wissenschaft wird so zum Bürgen einer befreiten Gesellschaft jenseits der Entfremdung. In dieser erst würden unobjektivierte Subjekte möglich, indem sie sich befreit haben aus dem instrumentellen Denken des identifizierenden Begriffs. Diese Befreiung müsste jedoch zunächst und zumeist soziopolitisch geschehen, sodass das Nicht-Identische auch in Subjektform die eigene Leiblichkeit ungekürzt erfahren dürfte. Als Materielle wären solche Subjekte dann immer auch schon mehr als ideal. Was daran nicht nur im Konjunktiv verbleibt, ist das Faktum, wir sind bereits leiblich, wir sind bereits soziale Wesen, wir sind bereits mehr als wir jemals selbst. Adornos rationale Kritik des Idealismus als Systemdenken oder auch Identitätsdenken, ist somit in erster Linie eine Kritik des kapitalistischen Tauschprinzips, das sich materiell durch Materialität selbst durchsetzt. Seine Kritik am System ist eine Kritik weniger an rationaler Subjektivität, denn an irrationalistischer Objektivität. In seinen eigenen Worten, Zitat, System ist die negative Objektivität, nicht das positive Subjekt. Zitat Ende. Das Subjekt selbst kann aber nur von falscher Objektivität, das Nicht-Identische nur vom System und das Partikulare nur von Totalität befreit werden, indem jene Befreiung über den Kopf hinaus somatisch, sozial, gesellschaftlich nicht nur geschieht, sondern selbstbewusst politisch vollzogen wird. Damit dürfte klar geworden sein, dass Adornos Totalitätsbegriff den Kern seines kritischen begrifflichen Instrumentariums wie seiner negativen Philosophie überhaupt darstellt. Totalität muss für Adorno in all ihren Erscheinungen konkret negiert werden, um das Nicht-Identische vor ihrer Bedrohung zu retten und ins Recht zu setzen. Im Kapitalismus kann es ohne den Begriff der Totalität philosophisch keine Verteidigung der Nicht-Identität geben. Zumindest nicht mehr mit Adorno. Genau diese Einsicht überführt den vermeintlichen Radikalismus der postmodernen Totalitätsleugnung der Apologie. Ebenso problematisiert sie die offiziell postmetaphysischen Manöver der Frankfurter Schule seit Habermas, die aufgrund ihrer Idealisierungen kapitalistischer Arbeitsteilung
Totalitätsanalyse zu diskreditieren versucht haben. Mit Adorno ist schließlich festzuhalten, eine kritische Theorie des Kapitalismus sowie über ihn hinaus ist ohne kritische Totalitätsanalyse schlichtweg nicht zu haben. Und an diesem Punkt kommen Adorno und Lukács trotz aller Differenzen bis zu guter Letzt zusammen. Und ich komme zum dritten Kapitel, materiale Nichtidentität statt idealistischer Differenz. Um Adornos rettende Kritik der Vernunft weiter gegen die postmoderne Gegenaufklärung zu verteidigen, werde ich nun zeigen, dass sein Nichtidentisches das genaue Gegenteil der poststrukturalistischen Differenzphilosophie ist. Ihm geht es mit dem Nichtidentischen nämlich exakt um jene erfahrbare, qualitative Selbstgenügsamkeit der Materialität, des Körpers, der Natur und des sozialen wie qualitativen Individuums, deren Realität von der Postmoderne abstrakt als metaphysischer Spuk diskreditiert wird. Während Adornos Verteidigung des Nichtidentischen aus dem Protest der Junghegelianer und insbesondere Kierkegaards gegen das idealistische System der Selbsttotalisierung stammt, ist der französische Poststrukturalismus durchgängig determiniert von einem anti-hegelianischen und anti-husserlschen, anti-dialektischen und anti-phänomenologischen beziehungsweise anti-marxistischen und anti-existenzialistischen Ressentiment. Und ich verwende hier mit fröhlicher Polemik Nietzsches Wort gegen Deleuze und Konsorten. Aufgrund dieser Doppelfrontstellung gegen den existenzialistischen Marxismus aber schrumpft die Differenzgeste der Postmoderne zusammen auf die Positivierung des anderen als funktionale Differenzierung und strukturierte Arbeitsteilung eines bloßen Anders von und eines relativ und in Beziehung zu. Darin ist sogenannte Differenz positivistisch verdinglicht und bewahrt damit bestenfalls noch, in Lukács Worten, die, Zitat, individuelle Einzigartigkeit der kruden Faktizität, des gerade so Seins. Zitat Ende. Insofern ließe sich gerade unter Beachtung der strukturalistischen Herkunft der Postmoderne argumentieren, dass sie weniger anti-hegelianisch als rechts- statt links-hegelianisch zu verstehen ist. Differenz ist als postmodernes Modewort nämlich nur mehr als Koordinate im System der Differenzen zu denken. Ja, der Systembegriff verweist minimal auf Hegel. In diesem System entwickelt sich die Pluralität vom kantischen Dualismus sogar zurück in einen vorkritischen Monismus. Das heißt, von der erkenntniskritischen Dialektik in eine epistemologiefeindliche Reontologisierung. Entsprechend wird in diesem und als dieses System alle mögliche Entität in eine quasi idealistische Wesensschau geebnet. Von Heideggers Sein und Foucaults Macht über Lacans Sprache und Christebas Text bis zu Latours Networking der Aktanten, um einen kleinen Scherz zu erlauben. Innerhalb eines solchen vorkritischen Monismus denken kann, ganz im Sinne von Deleuze, das Schlagwort der Differenz zwar ständig wiederholt werden, von seiner intrinsischen Andersartigkeit allerdings bleibt hierin wenig übrig. Folglich ist das Andere etwa eines Derrida im Gegensatz durchaus zum Anderen von Buber bis Levinas ein bloß Verschiedenes in einem lediglich quantifizierten, relativen, ja binären Sinn. Es hilft da leider auch nicht, dass der postmoderne Rechtshegelianismus, wie wir ihn mal polemisch genannt haben, ebenso wie sein politischer Bruder, der Liberalismus, sich pluralistisch gibt. Die heutige offizielle Staatsphilosophie ist eben durchaus eine Marktphilosophie und damit so antiuniversalistisch wie immanent. Schließlich ist sie nicht länger, wie noch zu Hegels Zeiten, in Preußen zu Hause, sondern in den Gated Communities der Global Big Player. Die Totalität des Kapitalismus war schließlich schon immer und ist bis heute teilend und herrschend, das heißt differenzial, arbeitsteilig. Mit Terry Eagleton bleibt über die postmoderne Entleerung des Differenzbegriffs insofern zu sagen, Zitat, it is pure formalism to imagine that otherness, heterogeneity and marginality are unqualified political benefits
regardless of their concrete social content. Zitat Ende. Also Eagleton überführt diesen Rechtsliberalismus zusätzlich des Formalismus. Differenz kurzum muss eine qualifizierte sein, wenn sich Differenzdenken nicht rundheraus disqualifizieren will. Genau eine solche qualifizierte, materiale, transzendierende Differenz aber ist Adornos nicht identisches, das als solches vor der Identifizierung durch das Tausch als Identitätsprinzip zu retten ist. Während es im Poststrukturalismus nichts mehr neben, hinter oder jenseits des formalen Systems der Differenzen gibt, ist das Transzendieren bei Adorno gerade eine unbestimmbare, nur weil einzigartige Materialität. Anstatt einen glücklichen Nihilismus zu zelebrieren, der gefällig den Liquidierungen der Subjekte im toyotistischen Kapitalismus folgt, verteidigt Adorno also explizit das ganz andere gegen seine ökonomische Identifizierung. Kurz, Adornos Anderes ist zwar kein ontologischer Ersatz für das Bessere, aber es glaubt genau darum dessen Ausdruck. Als nicht-identisches ist es eben höchst minoritäres Anderes oder Devianz, genauer radikale Singularität, hypersensible Unersetzlichkeit und von Fall zu Fall die Tiefe eines utopischen Novums, um mit Bloch zu sprechen. Die grundlegende Unvereinbarkeit von postmoderner und früher kritischer Theorie, ich muss lachen, weil ich vielleicht den Chef hier nebenher die Hand ergeben sehe, so den Daumen, besteht somit gewiss nicht in der entweder positiven oder aber negativen ethisch-politischen Bewertung von Pluralität, Differenz und Andersartigkeit. Besagte Unvereinbarkeit liegt vielmehr in der Analyse, was Differenz sei und wie sie als solche zu befreien ist. Während Differenz für die Postmoderne ein ihr monistisches System zusammenhaltendes, in ihm immer schon eingeschriebenes, kontextuelles, relatives anderes ist, wird sie für Adorno zur mittels begrifflichem Identifizieren in letzter Instanz nicht fassbaren extra-dialektischen Individualität oder zu einer Art Materialem an sich. Das ist nur ein scherzhafter Kantverweis. Und wobei Adorno den selber ja auch immer macht. Und während die nicht weiter ausgezeichneten, rein relationalen, sich in Sprach und andere Spiele einfügenden Differenzmuster in der Postmoderne abstrakt in die eigene Emergenz enthemmt werden sollen, möchte Adorno das irreduzibel Nicht-Identische aus den gewaltsamen Realabstraktionen gesellschaftlicher Totalität als falsche Objektivität befreien. Diese fundamentale Divergenz zwischen früher kritischer Theorie und Postmoderne im Begriff der Differenz, von der heutigen Frankfurter Schule Alajägi oder Zelikates natürlich vergnügt eingeebnet, führt auch in die entsprechend oppositionellen Stellungnahmen bezüglich der Totalität. Wie das Materiale nicht identisch als qualitativ ganz anderes für die Postmoderne ein schieres Metaphysikum bleiben muss, so auch die materialistisch verstandene gesellschaftliche Totalität als Totalisierungsprozess. Spätestens mit Lyotard geschah die politisch als antikommunistisch zu lesende Reductio ad absurdum des kapitalismuskritischen Totalitätsbegriffs auf eine rein diskursive, idealistische, ja hegelianische Konstruktion. Das heißt letztlich auf blanke spekulative Illusion oder mit Stirner gesprochen auf eine Art vernunftreligiösen Sparren. Aus dieser Prämisse heraus wurde Totalitätsdenken dann der theoretischen Totalisierung bezichtigt und somit in Homologie zum realweltlichen Totalitarismus gebracht, womit es moralistisch tabuisiert worden ist. Diese Verdrehung wäre aus Sicht Adornos wahrhaftig schwindelerregend. Insofern hier die Leugnung der gesellschaftlichen Totalität des kapitalistischen Systems zur höheren Reflexionsstufe verklärt wird, während die Kritik an den Realabstruktionen des Tauschwerts ausgerechnet des Autoritären bezichtigt wird. Ja, das muss man erstmal bringen, Adorno des Autoritären zu bezichtigen, als hätte er gewissermaßen das Thema Auschwitz in seinem Denken irgendwie vermieden oder als sei es ihm entgangen.
an der Leugnung sowohl des material nicht identischen wie der falschen Objektivität gesellschaftlicher Totalität als Zurückweisung der zwei grundlegendsten Begriffe Adornos ist also nicht nur die Unvereinbarkeit postmoderner und kritischer Theorie abzulesen, sondern auch der Unterschied zwischen einer rational rettenden Vernunftkritik und einer totalisierenden Verabschiedung der Aufklärung selbst. Solche Verabschiedung der Rationalität drückt sich klimaktisch in der poststrukturalistischen Todeserklärung des Subjekts, der Autonomie und der Individualität aus, die, wie schon angedeutet, als affirmative Nacherzählung eines neuen Akkumulationsregimes des Kapitals interpretieren lässt. Auf dieser Ebene wiederholen sich die bereits behandelten tiefgreifenden Divergenzen noch einmal. Ohne emphatische Begriffe der Rationalität, Subjektivität, Autonomie und Individualität entleeren sich auch die Worte Heterogenität, Differenz, Pluralität und Verschiedenheit. Denn sie signifizieren dann nur mehr quantitative, kontextuelle, systemimmanente Logiken statt ein materiales Selbst- und Anderssein in seiner Renitenz sprachlich zu verkörpern. Im Gegensatz zur Postmoderne schließen für die kritische Theorie das Individuelle, das Einzigartige und das Unersetzliche Rationalität gerade nicht aus, sondern bedingen diese überhaupt erst, insofern alles Denken ein Eingedenken, um mit Benjamin zu sprechen, der Geschichte, der Sozialität, der Leiblichkeit bleibt, ob nun eingestanden oder nicht. Auch darum geht das nicht identische kritische Theorie über die postmoderne Differenz als formalistische Kombination hinaus. Es geht über die Ebene der Immanenz und vor allem jede unendliche Reihe von Zeichen hinaus in eine transzendierende Tiefe und Höhe, die der Postmoderne freilich nur metaphysisch erscheinen kann. In diesem Sinn ist Adornos rational rettende Kritik der Vernunft mitsamt ihrer soziologisierten Begriffe der Totalität und Nichtidentität dem anderen weitaus konsequenter verschrieben als das aus den Binaritäten des Strukturalismus geborene poststrukturalistische Differenzsystem, das in der Postmoderne zu einem flachen Monismus allgegenwärtiger Reziprozität wurde. Die anderen der kritischen Theorie sind materielle, qualitative, transzendierende, kritische andere. Sie beschränken sich am allerwenigsten auf Semiotik oder Linguistik, da Adornos Nicht-Identität gerade ein Votum für das Materielle gegen und jenseits der Philosophie und der identifizierenden Logik ist. Innerhalb der Wahl Sozialisme ou Barbarie, zu welcher der junge Lyotard Gesellschaften ganz im Sinn der Dialektik der Aufklärung einst noch benötigt sah, ist es damit die beste Entscheidung, Vernunft und Aufklärung nicht rundheraus zu verabschieden, indem sie mit Totalitarismus und Stalinismus identifiziert werden, sondern ihre radikal emanzipatorischen Versprechen endlich in der und in die politische Wirklichkeit umzusetzen. Damit komme ich zum letzten Kapitel, das den Namen trägt Versöhnung und Pluralität, ohne Angst verschieden sein. Die Kritiken der kritischen Theorie am Kapitalismus als gesellschaftlicher Totalität richten sich gegen diese Totalität als Realität, motiviert durch eine Verteidigung der Nicht-Identität. Das haben wir gezeigt. Anders als es der postmoderne Idealismus glauben macht, verschwindet diese real abstrahierte Totalität nämlich nicht magisch, indem ihr Begriff einfach nicht länger verwendet wird. Weil nun die Nicht-Identität, wie alles Materiale, nicht als Robinsonade überleben kann, vermag ihre Unersetzlichkeit, Singularität und Individualität nur in einer Gesellschaft subjektiv zu werden, in der sie Platz und Raum im Ganzen zu finden vermag. Das ganz andere des Nicht-Identischen ist also nicht metaphysisch, aber dennoch transzendierend, statt nur relational verschieden, insofern es über das Bestehende als falsche Objektivität hinausweist. Das Transzendierende des ganz anderen der Nicht-Identität ist nur dahingehend transzendierend, als es ein über das Bestehende hinausweisen ist. Aus diesem Grund kann das Votum für Differenz, Pluralität und Andersartigkeit immer nur in der Formulierung einer Dialektik mit Gesellschaft ausgesprochen werden
um nicht den Fehler zu begehen, sie mit Antagonismus, Konkurrenz und Unversöhnlichkeit zu verwechseln. Kritische Theorie will damit keinesfalls die Krise, sondern deren Überwindung. Noch hierin unterscheidet sie sich gänzlich vom Postmodernismus. Denn sie weiß, die Krise ist das System ist die Krise und es geht darum, über beide hinauszukommen. Nur und erst, weil die Vernunftkritik der kritischen Theorie rational ist und weil sie damit ein dialektisches Verständnis von Gesellschaft hat, kann sie radikal über selbige Gesellschaft hinausgehen und hin zu utopischeren Perspektiven gelangen. Gerade weil die kritische Theorie also ein gutes Leben für möglich hält, muss sie die Welt nicht ständig bis in ihre Ruinen hinein dekonstruieren. Sie hat vielmehr nichts dagegen, Sicherheit, Wohlbefinden, Ganzheit und Entschleunigung anzustreben. Von Benjamins Handbremse in den Thesen zur Geschichte bis zu Marcuses Anti-Heldentum einer befriedeten Existenz in Eros and Civilization. Im Horizont der Emanzipation zeigt sich damit ein weiteres und für diesen Vortrag letztes Mal, wie sich frühe kritische Theorie und Postmoderne fundamental widersprechen. Während die Differenz gegen die Totalität in letzterer als kompetitives Kontinuum von, Zitat Donna Haraway, Power Charge Differences, Zitat Ende, konzeptualisiert wird, geht es der kritischen Theorie in ihrem nicht identischen und dessen revolutionäre Versöhnung mit der gesellschaftlichen Gesamtheit. Entgegen postmoderner Theorien à la Laclau und Mouffe, die den herrschaftlichen Antagonismus ontologisieren und so den, mit Marx gesprochen, Krieg aller gegen alle als Vater aller Dinge zur politischen Notwendigkeit erheben, geht es kritischer Theorie um eine antibellizistische Verwirklichung und Wirklichkeit des Kommunismus als Kommunikation, aber nicht nur als Kommunikation wie bei Habermas reduziert, sondern auch als Kooperation und Kollaboration. In Adornos Worten, Zitat, gerade das unersättliche Identitätsprinzip verewigt den Antagonismus, vermöge der Unterdrückung des Widersprechenden. Zitat Ende. Wie jedoch Totalität und Nicht-Identität vom antidialektischen Denken der Postmoderne ausgeschlossen werden, so auch die Versöhnung. Auch hier ist Adorno das Gegenteil eines Postmodernen, insofern er weiß, Zitat, Versöhnung wäre das Eingedenken des nicht länger feindseligen Vielen, Zitat Ende. Das heißt, Versöhnung wäre das Ende positiver Dialektik von oben, vom Allgemeinen her und Beginn einer Dialektik von unten, die mehr als Kritik, die nämlich Leben wäre, einer Gesamtheit, die aus ihren Einzelnen folgt, die aber nicht Vereinzelte bleiben müssen. Versöhnung hat damit nicht Subsumption zu sein. Sie kann auch Befreiung vom ökonomischen Konkurrenz- und politischen Antagonismuszwang werden. Als solche ist sie aber nur nach dem Kapitalismus zu haben. Denn Versöhnung ist, wenn Subjekt und Objekt, Individuum und Gesellschaft miteinander vermittelt sind. Solche Vermittlung aber ist nicht Unterordnung, sondern ein gegenseitiges, mit Hartmut Rosa gesprochen, resonantes Verhältnis. Bei allem Negativismus und Bilderverbot Adornos, und damit komme ich zum letzten Absatz, hat er doch eine sehr konkrete Utopie überraschenderweise als Designer erkannt. Und diese Utopie ist nur in einer versöhnten Gesellschaft zu haben. Es ist die Utopie einer Ermöglichung angstfreier Nicht-Identität, die erst politisch und nur unter Einbeziehung des Ganzen realisiert werden könnte. Das Ganze, das dann aber nicht mehr als Totalität begreift ist. Jene Utopie oder zumindest jener bessere Zustand wäre mit Adorno einer, in dem man, Zitat, ohne Angst verschieden sein kann. Zitat Ende. Eine solche Demokratie der Nicht-Identitäten, und Demokratie hat viel mit Angstlosigkeit zu tun, ist aber nur zu haben, sofern gesellschaftliche Totalität als falsche Objektivität entschlüsselt wurde, nicht nur theoretisch, sondern praktisch im Zustand rationaler Gesellschaft. Nicht im Bann postmoderner Gegenaufklärung daher, sondern im emanzipatorischen Sinn einer rationalen Gesellschaft steht Adornos
rettende Kritik der Vernunft. In diesem Sinne bin ich fertig. Ich schaue jetzt mal nach, ob es irgendwas gab. Irgendwelche Wortmeldungen. Dafür muss ich das Fenster wechseln. Okay, gut, ich kann ja einfach mal die Frage, also genau, die Frage, die ich jetzt sehen kann, lautet von Nett und Sicher. Es ist ja eine typische Annahme postmoderner Theorie, dass Allgemeinbegriffe das Konkrete immer verfehlen und ihm geradezu Gewalt antun. Ließ sich das mit Adorno vereinbaren? Ja, ich antworte gleich, ne? Ja. Ich denke, ja, ließe es sich, aber es gibt das problematische Phänomen bei Adorno eben, dass es innerhalb der Gesellschaft selbst Prozesse gibt, die wesentlich gewaltsamer sind als irgendeine Art des Denkens, des Sprechens, des Diskutierens wäre. Das sind materielle Gewalten. Und diese materiellen Gewalten sind für ihn eben explizit im materiellen Begriff des Tauschprinzips oder auch des Tauschwerts zusammengefasst innerhalb eines kapitalistischen Systems. Daher holt er dann auch seine Kritik am identifizierenden Denken. Ich sehe mich hier zweimal, ich muss das mal wegmachen. Man will sich ja schon einmal eigentlich nicht sehen, aber gut. Und dieses Tauschprinzip ist eben ein realgesellschaftliches. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man Gesellschaft theoretisieren möchte, ob man sie analysieren möchte und aus welchem Grund. Und Adorno würde wohl sagen, um sie zu verändern zum Besseren, wäre es sehr kontraproduktiv, sie nicht zu verstehen. Das heißt, sie nicht zu analysieren. Um sie aber hinreichend analysieren zu können, braucht es bestimmte Begriffe. Das heißt, in einem gewissen Sinne, solange wir in einer falschen Gesellschaft leben, brauchen wir auch das falsche Mittel zum Verständnis dieser Gesellschaft, nämlich das Mittel eines Begriffs, der identifizieren kann in der Welt. Und der einzige Grund, warum es berechtigt ist und nicht sehr gewaltvoll ist, manche Begriffe zu verwenden, andere aber nicht, also zum Beispiel, warum der Begriff des Kapitalismus ein enorm konkreter Begriff ist, nämlich genau umgedreht in der Marxischen Methode, was des Konkreten und des Abstrakten, ist, weil im Kapitalismus eine Gewalt bereits sich durchsetzt und sie passiert, die, indem wir sie theoretisch gedanklich nachvollziehen, nicht unbedingt reproduzieren, aber erst indem wir sie gedanklich theoretisch nachvollziehen, wir sie auch verändern können. Das heißt also, ohne zu verstehen, was passiert, wird es schwierig, es zu verändern. Was passiert, ist gewaltsam. Adorno würde argumentieren, der Begriff ist dem nachgemodelt. Der Begriff in seinem identifizierenden Moment ist dem identifizierenden Tauschprinzip nachgemodelt. Also Tauschprinzip, ne? Man vergleicht Birnen mit Äpfeln, man tauscht eine Lampe gegen einen Sack Stroh. Diese zwei Dinge sind nicht miteinander identisch. Im Tauschprinzip kommen sie aber zusammen als vermeintlich gleiche. Das heißt, das Tauschprinzip homogenisiert die Pluralität, die Heterogenität der Welt. Und dieses Tauschprinzip ist eben für Adorno, der da Lukács und anderen folgt, ein sich totalisierendes Prinzip. Also je länger es Kapitalismus gibt, desto mehr subsumiert Kapitalismus Ebenen der Gesellschaft unter sich. Man könnte sagen, er kommodifiziert sie, er verwertet sie. Und indem er sie verwertet im Sinne des Kapitals und indem er sie in Wert setzt im Sinne des Kapitals, entwertet er sie im Sinne ihrer eigenen Qualität. Und dieses problematische Phänomen ist eben keines, was nur im Kopf stattfindet. Und es ist wesentlich aggressiver, was in der Wirklichkeit geschieht, auch wenn es teilweise aus Abstraktionen besteht, die werden dann aber eben explizit Realabstraktionen mit Marx genannt. Zum Beispiel die Nation ist eine Realabstraktion oder die abstrakte Arbeit ist eine Realabstraktion. Das heißt also Arbeit, die
nach menschlich verausgabter Arbeitszeit quantifizierbar ist und nicht nach dem qualitativen Vermögen der Praxis eines Tuns in der Welt. Diese Realabstraktionen sind eben in der Wirklichkeit und sind in politischen, ökonomischen, soziologischen Zusammenhängen. Und die sind die schreckliche Gewalt, die schlimme Gewalt. Und die Gewalt des identifizierenden Denkens, die Konkretes subsumiert unter Allgemeines oder auch Abstraktes, ist im Grunde dieser realen Gewalt nur nachgebildet. Und in diesem Sinne hat die Postmoderne schon recht, dass es ein abstraktes Denken gibt, das identifiziert und es damit die Wirklichkeit verkleinert und reduziert. Nur hat sie Unrecht damit, dass die Wirklichkeit im Kapitalismus so unfassbar plural und schön unsubsumiert bereits wäre unter einer Abstraktion. Und genau weil sie da eigentlich ein relativ affirmatives oder positives Verständnis hat von Wirklichkeit, also so ein bisschen die beste aller möglichen Welten, in der wir uns befinden, denn es ist ja ohnehin alles ganz plural, ja, ein sehr liberales Weltbild. Insofern ist dann ihr eigentliches Problem das Denken des Begriffs. Und das ist eben, wo Adorno nicht mitgeht. Ne? Also das ist, wo er sicherlich in manchen Prämissen, die mit der Postmoderne teilt, aber dadurch, dass er materialistisch und marxistisch bleibt, statt idealistisch und postmarxistisch zu werden, kann er die Gewalt niemals nur im Kopf verorten, sondern muss sie immer in den Praxen der Menschen, in der realen Welt, in den politischen Zusammenhängen, am ökonomischen Arbeitsplatz und so weiter verfolgen. Nee, genau. Also ich könnte noch eine Frage stellen, oder ich hätte auf jeden Fall, also ich hätte, glaube ich, mehrere Fragen, aber ich vielleicht stelle ich mal sozusagen die vielleicht die spannendste. Gut, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, genau, du hast ja deinen Vortrag auch hier eingeleitet mit dieser häufig vorgetragenen Problemik gegen Adorno, quasi von, ja, ich sag mal von linker Seite, genauso dass ein Denken eben zu fern von der politischen Praxis sei und vielleicht dann auch letztendlich doch zu objektivistisch. Und genau, also es war Adorno, das fand ich schon ganz gut, wird ja so ein bisschen von zwei Seiten kritisiert. Und ich frage mich halt, genau, also du hast ihn jetzt quasi, also kann man deinen Vortrag jetzt so verstehen, dass du ihn eigentlich gegen diese beiden Kritiken, also sowohl der Kritik quasi von linker Seite als auch der Kritik von, ja, ich sag jetzt mal, postmoderner Seite verteidigen willst. Und ich weiß nicht, also ich habe mich halt gefragt, so, also gut, natürlich, also ich würde jetzt mit dieser platten Polemik gegen Adorno auf jeden Fall auch nicht mitgehen. Klar, also ich meine, genau, also ja, ich meine, natürlich, so hat die jetzt auch ihr berechtigtes Moment, aber gut, ich meine, das ist dann natürlich dann auch eher so an der Person, so Adornos, entzündet sich halt ein gewisser Vorbehalt, aber ich denke mal, also wenn man es auch so ein bisschen dann halt auf seine Philosophie bezieht, kommt mir es eben schon so vor, dass jemand, auch gerade ja im Gegensatz zu Block zum Beispiel, den du ja auch hier angeführt hast, doch also schon also quasi jetzt nicht nur auf der Ebene quasi der also der eigenen Praxis, sondern auch auf der theoretischen Ebene doch eigentlich schon dieser Praxis-BB-Griff fehlt. Und ich glaube, auch aufgrund, aufgrund dessen gibt es schon ein theoretisches Problem bei so Adorno, also schon eine subjektivistische Schlagseite, genau, das mal so ganz kurz in den Raum geworfen, weil es ist ja wirklich so, also so im Gegensatz auch zu den anderen großen Marxisten, also wenn man ihn überhaupt als Marxisten bezeichnen will, aber bezeichnen wir ihn mal als Marxisten, da wäre wirklich das Auffällige, dass doch der Praxisbegriff bei ihm ja wirklich gar nicht, kein philosophischer Grundbegriff zumindest ist.
Und genau das Argument wäre halt, okay, wenn man halt hier vor der Praxis hier denkt, stellt sich halt, glaube ich, auf jeden Fall das Problem des nicht identischen, wie es ja Adorno hier aufwirft, in ganz anderer Form. Sehr guter Punkt. Also zunächst mal unterstütze ich deine Lesart. Du hast gesagt, es gibt eine postmoderne Kritik und eine linke Kritik an Adorno, womit du natürlich implizierst, dass postmoderne Kritik nicht links ist. Das unterstütze ich schon mal grundsätzlich. Also ich denke, die linke Kritik an Adorno ist in verschiedenerlei Hinsicht sehr richtig und sehr berechtigt. Und da kann man meines Erachtens insbesondere eine komplex neomarxistische Kritik an ihm ist, glaube ich, auf jeden Fall notwendig. Und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, weil er schlicht und ergreifend in diesem Defaitismus hängen bleibt, zum einen. Und das war ja auch ein bisschen so die Einleitung, wo ich gesagt habe, ist Adorno ein Postmoderner oder nicht? Nein, er ist nicht. Ja, das habe ich ja versucht darzustellen. Aber er ist auch kein... er ist niemand, der Hoffnung zulassen dürfte, regelrecht in seinem Begriffssystem. Und damit... hat er eben nur die, das habe ich ja genannt, als diesen Elfenbeinturm, als Sackgassenarchitektur, dass er diesen Weg gehen muss. Meines Erachtens folgt das aus der fatalen Identifizierung mit Identifikation, die Vernunft sei. Ja, das fängt an mit der Dialektik der Aufklärung. Also es fängt eigentlich an in den 40ern. Ganz interessant ist, dass das früher, also bei den Publikationen des Instituts für Sozialforschung, nicht der Fall war. Also wenn wir den frühen Horkheimer lesen, in den 30ern, dann hat er ein viel marxistischeres Verständnis, ein praxisphilosophisches Verständnis, ein materialistisches Verständnis von seiner eigenen Philosophie, und er kritisiert die Philosophietradition, die Philosophiegeschichte genau aus dieser Sichtweise, und Vernunft ist für ihn daher auch noch viel positiver besetzt. Und interessant ist eben, dass mit der Dialektik der Aufklärung dieser fatale, man muss wirklich sagen, fatale Pfad beschritten wird, dass die kritische Theorie sich da von der Politik abgewandt hat. Und wie, indem sie natürlich unter dem schrecklichen Eindruck des Faschismus und der Barbarisierung, wie das dann genannt wird von ihnen, der Gesellschaft, die Vernunft selber als identifizierendes Prinzip nicht mehr einfach als instrumentelle Vernunft gelesen wird. Und dann gibt es eine andere Vernunft, ja, eine emanzipatorische Vernunft, sondern die Vernunft selber geht zurück in den Mythos, ja, bis in die Magie, bis tief in eine sozusagen Vorgeschichte hinein. Und als solche ist diese Vernunft dann mit Herrschaft identisch. Und diese Gleichsetzung von Vernunft mit Herrschaft führt dann eben auch in eine im Grunde Unmöglichkeit, eine rationale Gesellschaft praxeologisch oder praxisphilosophisch mitzubegründen. Und interessant ist ja hier, dass es innerhalb der kritischen Theorie aber durchaus auch andere Wege gibt, die gegangen worden sind. Und ich verweise da jetzt nicht nur auf Bloch oder Lukács oder so, die sozusagen vor der kritischen Theorie stehen, vor den Türen, und die sie sozusagen mitfundieren, sondern ich verweise auf vor allem auf Herbert Marcuse, den wir das nächste Mal hören werden, und aber auch Leute wie Erich Fromm oder Leo Löwenthal. Also was ganz absurd spannend ist, ist, dass wir eine... Die Frankfurter Schule, die erste Generation, die frühe kritische Theorie, hat die faszinierende Wendung genommen, dass jene, die aus den USA, aus dem Exil ins Nachkriegsdeutschland zurückgekehrt sind, die praxisphilosophische neomarxistische revolutionäre Idee aufgegeben haben. Ja, die BRD ist ja auch wahrscheinlich ein sehr deprimierender Ort gewesen. Während die Leute, die in den USA geblieben sind, nicht zuletzt, weil sie jeden Tag mit Hollywood und mit diesen ganzen Sachen zu tun hatten, aber auch mit Bürger,
Rechtsbewegungen zu tun hatten auf der anderen Seite und später mit dem Vietnamkrieg viel mehr involviert waren in die Frage von 1968 auch, sind diesen Weg nicht gegangen, haben einen viel optimistischeren Vernunftbegriff, einen emanzipatorischeren Vernunftbegriff, haben auch nicht so ein regelrecht defätistisches Menschenbild oder ein regelrecht eine Anthropologisierung von Herrschaft, was man ja auch als Ideologie begreifen kann, sehr gut, was da gemacht wird. Das heißt also, da teilen sich die Wege und das sehen wir auch in den unterschiedlichen Reaktionen auf 68 von Marcuse und Adorno, die sind ja gut belegt. Ich sage nur Adorno, der die Polizei ruft, wenn sein Hörsaal besetzt wird und Marcuse, der vor den Studis spricht und sie radikalisieren will. Ja? Und zwar jenseits ihrer bürgerlichen Hintergründe in eine antikapitalistische Solidarität. Und das sind natürlich ganz andere Wege, die da beschritten worden sind. Und das finde ich sehr faszinierend. In Deutschland aber leider bis heute wird diese amerikanische, sozusagen die Leute, die im Exil geblieben sind, das wird sozusagen mehr oder weniger ignoriert. Oder da wird so ein bisschen drauf herabgeschaut oder das gilt dann als überholt. Und regelrecht populistisch. Und Adorno hingegen ist natürlich der große kanonisierte Gründervater im Intellektuellen der Bundesrepublik, kann man eigentlich sagen. Es gibt ja eine ganze Monographie, die sich damit auseinandersetzt, wie die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik auf diese zwei Figuren oder auf die kritische Theorie, die Frankfurter Schule, derer, die aus dem Exil zurückgekehrt sind, aufbauen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, zu sehen, dass es diese zwei Wege gab und aus dieser, also sozusagen von der Perspektive eines Marcuse oder auch eines Bloch oder eines Fromm etc. kann man, glaube ich, also sozusagen intern innerhalb der kritischen Theorie sehr gut diese Sackgasse, in die man sich da selber geführt hat, kritisieren, ohne dass man damit diese Hegel-marxistische Sache aufgibt oder existenz-marxistische Sache aufgibt oder dass man ohne dadurch die Ideologiekritik aufgibt, also eine kultur-marxistische in Anführungszeichen Lesart aufgibt. Also das ist, glaube ich, sehr gut möglich. Und diese Kritik an Adorno und Horkheimer ist aber vor allem deshalb auch heute wichtig, akademisch, also politisch sowieso, ist klar, aber auch akademisch, weil aus dieser Sackgasse meinte dann Habermas hier, uns führen zu wollen mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns. Das heißt, dass überhaupt jemand auf die Idee kommen konnte, jetzt einen Dualismus in die Vernunft einzuziehen oder überhaupt Lebenswelt versus System, instrumentelle Vernunft versus kommunikative Rationalität und so weiter, folgt sozusagen aus diesem Hintergrund, dass Adorno und Horkheimer da in eine Sackgasse gelaufen sind. Also sozusagen dieser Und mit ihrer Dialektik der Aufklärung regelrecht es necessitiert haben, dass Aufklärung in Barbarei und Auschwitz und Hiroshima und Co. führt. Und das ist eben was dann was Habermas, wo er das Projekt der Moderne auch ein bisschen gegen retten will. Und ich glaube, dass es gerade in heutigen Zeiten, wo es ja sehr in Mode ist, Vernunft und Rationalität zu kritisieren und die Aufklärung doof zu finden und jede Vorstellung von Autonomie oder das Subjekt soll eh tot sein. Und in so einer postmodernen Hegemonie ist es, glaube ich, sehr wichtig, da das auch zu gutieren, dass Habermas da was gesehen hat, was problematisch ist in Adorno und Horkheimer. Nur sein eigener Ausweg, eine radikale Aufklärung oder eine radikale Vernunft jetzt in eins zu setzen, mittels Weber und anderer Figuren, mit dem kapitalistischen Modernisierungsprozess, das ist natürlich, das hat die kritische Theorie in ihre Domestizierung überführt, wie Michael J. Thompson und andere das dann nennen. Also hat, oder Christoph Henning nennt das die affirmativen Wenden der kritischen Theorie und hat dann eben dahin geführt, dass tatsächlich die richtig linken Leute, die richtig antikapitalistischen Leute, sich diese kritische Theorie teilweise gar nicht mehr angeguckt haben. Nach den 70ern oder nach den 80ern. Weil irgendwie klar war, das ist halt so ein sozialdemokratisches Reformertum. Oder bei Honneth dann regelrecht eine Art von Moralisierung
und Positivierung und Affirmierung der Marktsphäre sogar, ja, bis der Sozialismus selber irgendwie marktvermittelt wird und so dann in den Reaktualisierungen. Und das ist natürlich total fatal, weil indem die kritische Theorie, die so fundamental wichtig war, ja auch für die Politisierung des sozusagen der jungen BRD und mit 68 und Co. gegen die Nazis, ist enorm viel da verloren gegangen, weil in dieser Zeit, seit Habermas, man sich nicht mehr auf die kritische Theorie beziehen konnte. Und dann hat man nach dem letzten Strohhalm des Radikalismus gefahndet. Und dann hatte man halt noch die Postmoderne. Dann hat man da halt die radikalen Gesten eines Deleuze oder, keine Ahnung, eines Althusser, vielleicht auch noch als Strukturalist oder so. Und man hat hat dann auf die französische Theoriebildung zurückgegriffen, aber nicht auf die existenzmarxistische französische Theoriebildung von Lefebvre bis Debord und andere, sondern ausgerechnet auf die poststrukturalistische. Und damit gab es so eine Art parallele Depolitisierung in Frankreich und Deutschland der radikalen linken Theorien. Und zwar in Frankreich mittels Poststrukturalismus und in Deutschland mittels Habermas. Und das hat dann eben in diese fatale politische Situation geführt, in der wir uns auch akademisch heute noch befinden. Und wo es alle Zeit wird, rauszukommen. Okay, also jetzt war das eine lange Antwort, um es kurz zu machen. Definitiv brauchen wir eine Kritik der Linken an Adorno und Horkheimer. Im Grunde für deren eigene Radikalität. Weil was man denen nicht unterstellen kann, ist, dass sie nicht emphatisch für eine andere Gesellschaft waren. Was man denen nicht unterstellen kann, ist, dass sie nicht verdammt gelitten haben unter diesem System und unter den Systemen, unter denen sie standen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Man kann ihnen aber vorwerfen, dass sie in der Theorie in eine Sackgasse gefunden haben oder sich selbst geführt haben. Und da herauszuhelfen, helfen, wie gesagt, praxisphilosophischere Ansätze, und dafür muss man sie in ihrem eigenen Sinne kritisieren. Aber das ist eine ganz andere Kritik als die postmoderne Kritik. Ja, super, nie. Also genau, du, also ich kann wirklich das meiste, was du jetzt so skizziert hast, auf jeden Fall so unterschreiben. Ich finde das eine sehr gute Beschreibung quasi der intellektuellen Großwetterlage quasi der letzten Jahrzehnte, und genau, also ich glaube, ob wir auch genau in die Richtung müsste man eigentlich weiterdenken. Und vielleicht darf ich noch einen kleinen Punkt herausgreifen. Genau, ich fand es auch sehr gut, dass du das auch mit der US-amerikanischen Tradition so stark gemacht hast. Genau, also wo man ja eigentlich so aus so einer deutschen oder vielleicht auch generell irgendwie im europäischen Perspektive ja wirklich sehr borniert ist eigentlich bis auf den heutigen Tag, und hat eigentlich die USA genau schon noch hat immer so einseitig eben verteufelt. Ja klar, weil man kennt sie ja quasi nur aus den Filmen und irgendwie diesem Bild von sich selbst, aber auch wer quasi schon mal in den USA ist oder sich auch mal mit anderen Aspekten beschäftigt sieht ja eigentlich ganz schnell, also genau das gerade in den 50er und 60er Jahren, aber natürlich fortwirkend bis heute, ich ja auch noch immer wirklich eine ganz starke, auch so andere, so amerikanische Tradition, die sich wahrscheinlich bis ins 18. Jahrhundert zurück verfolgen lässt, ja eigentlich auch vorhanden ist. Also wirklich eine eben die ganze Gegenbewegung, die ja eben schon in den 50er Jahren entstanden ist, also wo es eigentlich auch ganz tolle Monographien zu gibt, aber das wird halt, finde ich, so ein bisschen auch so generell in der quasi Selbstbeschreibung der im europäischen Linken kommt das eigentlich gar nicht vor. Also ich habe mich
da halt jetzt vor allem im Kontext meiner Forschungen zum Begriff der Authentizität halt mit befasst, also weil das eben so oft so beschrieben wird, dass eigentlich die also diese so Ethik der Authentizität, also diese Synthese von Existenz Philosophie, aber eben auch marxistischer Kritik, also genauso die war halt eigentlich gerade für die amerikanische Linke, bis in die 70er Jahre hinein eigentlich sehr typisch und genau eben und der Witz ist, dass eigentlich da genau dieser bürgerliche, sage ich mal, dieser bürgerliche, typisch amerikanische Individualismus quasi von links eben angeeignet worden ist. Also es ist halt wirklich so eine auch so eine Facette, die mir eigentlich vorher gar nicht so bekannt gewesen ist. Und genau, also ich bin da zum Beispiel eben in dem Kontext eben auch auf Marshall Burman gestoßen, den du ja kurz erwähnt hast. Also der hat ja dieses großartige Buch The Politics of Authenticity geschrieben, also eine Studie zu Rousseau, aber die quasi versucht von Rousseau hier quasi die eigene politische Entwicklungsgeschichte eben als Angehöriger eben dieser linken Studentenbewegung halt hier zu verstehen. Genau. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir, ich glaube, bezüglich, sage ich mal, des US-amerikanischen Imperialismus und Wall Street und Co. ist ein gewisser Anti-Amerikanismus sicher nicht die dümmste Idee, aber man sollte nicht das ganze Land mit all seinen Oppositionsbewegungen, BürgerInnenbewegungen, aber auch radikaleren Bewegungen natürlich da in einen Topf werfen. Und ich glaube, die amerikanische Tradition der Philosophie, neben Pragmatismus, analytischer Philosophie, was alles problematische Züge auch hat, mitunter aus politischer Sicht, hat eben einen ganz starken Individualismus auch. Und der Individualismus ist eben nicht nur reduzierbar auf die Bürgerlichkeit eines methodischen Individualismus oder auf einen Individualismus, der rein als possessiver Individualismus, wie Macpherson das beschreibt, reduzierbar ist, sondern der explizit in Kombination mit dem Authentizitätsgedanken auch extreme politische Sprengkraft haben kann. Natürlich kann man auch mit Boltonski und Tiapello und anderen auch wieder aufzeigen, wie der Authentizitätsbegriff instrumentalisiert wird im neuen Geisteskapitalismus und wie wir jetzt alle authentisch sein sollen, indem wir die richtige Ware kaufen und so. Das ist natürlich wieder richtig. Das ist das, was ich mit der Dialektik gemeint habe, dass das Kapital sozusagen seine eigenen Antithesen synthetisiert und aufhebt in sich selber und den Schein des anderen und der Differenz immer mit vollzieht und auch sich so bewirbt, dass es das ja auch sei, dieses System. Aber Authentizität lässt sich auf gar keinen Fall darauf reduzieren. Authentizität hat nun mal einen radikalen, antikonsumeristischen, antikommodifizierenden, antikapitalistischen Stellenwert. Insbesondere, wenn wir uns vorstellen, Ware sein und sich verkaufen ist, glaube ich, ungefähr aus dem Authentizitätsdiskurs ableitbar, so ziemlich das Unauthentischste, was man machen kann, ja. Und
zwar mögen Steve Jobs oder Mark Zuckerberg das anders sehen, aber wir müssen ihnen ja dann nicht ihren Begriff irgendwie abkaufen, apropos abkaufen. Das soll ja eh alles abgekauft werden. Und insofern stimme ich dir da vollkommen zu. Wohin das ja zurückgeht, ist letztlich eine radikale Romantik. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass in einem Projekt der Moderne, wenn man das Projekt der Moderne wirklich retten will, nicht im Sinne der kapitalistischen Rationalisierung, der kapitalistischen Modernisierung, sondern im Sinne eines radikalen Humanismus, der die Autonomie des Menschen ins Zentrum stellt, einer radikalen Aufklärung, die, wie ich heute ins Zentrum stelle, die Rationalität des Menschen ins Zentrum stellt und damit eben die Selbstbestimmung des Menschen auch, die Möglichkeit, dass wir rational in einer Gesellschaft leben können und nicht nur durch Machtinteressen vermittelt. Aber eben auch, und das wird meistens von linker Seite vergessen, nicht zuletzt wegen dem, was Lukács verbrochen hat und gesagt hat, Romantik ist nur reaktionär, und führt quasi über in den Faschismus, gibt es eben auch eine radikale Romantik. Radikale Romantik, vielleicht die Stimme, das Nicht-Identische spricht sich Bahn. Und dieses Radikal-Romantische, was Michael Löwy zum Beispiel, den würde ich da sehr empfehlen, immer verteidigt, hat die Authentizität oder auch, ich würde sagen, auch die Nicht-Identität, die Individualität, das ganz andere immer mit in ihrem Zentrum, das, was sich nicht subsumieren lässt in eine größere Logik, in eine, wie auch immer die dann geartet sein mag. Und diese Art von Authentizität, daran lässt sich anschließen. Also das ist aber auch interessant, weil du gesagt hast, das ist das US-Amerikanische. Es gibt ein Buch von Stephen Lukes zu Individualität oder Individualismus. Und da führt er den nicht-liberalen Begriff des Individuums und den nicht-possessiven Begriff des Individuums zurück eben auf die deutsche Romantik. Also das ist ganz spannend. Und von dieser deutschen Romantik ist natürlich auch der junge Marx ganz stark geprägt, warum ihn dann die Strukturalisten nicht mögen. Aber für uns kann das definitiv eine große Quelle sein von radikalem politischem Potenzial. Und diese radikale Romantik, wenn man die zusammendenkt mit einer radikalen Aufklärung, radikalen Humanismus, dann ist man einfach jenseits von kapitalistischer Modernisierung. Und so könnte man das Projekt der Moderne auch versuchen zu retten. Übrigens zu diesen Sachen, die ich gerade gesagt habe, da werde ich auch nochmal nächste Woche wahrscheinlich drauf zurückkommen. Wenn ich dann von Marcuses emanzipatorischer Rationalität spreche. Und bezüglich des radikalen Erbes der Frankfurter Schule will ich noch ein Wort nur sagen, nämlich, dass es in Deutschland eine Figur gibt, die ich immer betonen will, weil die tatsächlich kaum wer kennt, außer Leute, die wirklich im Diskurs sind. Das ist immer ganz absurd. Die in der zweiten Generation die große Alternative für mich zu Habermas darstellt. Und das ist Alfred Schmidt. Und er hat absolut festgehalten an dem praxisphilosophischen, neomarxistischen, radikalen Philosophieren, zumindest der frühe, der späte, dann hat er sich in Philosophiegeschichte dann verschanzt, weil niemand anders das mehr machen wollte. Aber er ist da, glaube ich, eine ganz entscheidende Quelle, auf die man noch verweisen kann innerhalb Deutschlands, den Stab der Aufklärung da noch etwas weitergegeben hat. Zu den USA noch ein Wort, nämlich neben der starken Bürgerrechtsbewegung, die seit vielen Jahrzehnten immer wieder hochkommt in uns unterschiedlichsten Hintergründen und Kontexten, gibt es ja, ohne dass das meistens so bekannt ist, eine starke radikale Tradition des Anarchismus und des Sozialismus auch in den USA. Und das ist natürlich auch eine ganz andere USA, die, wie gesagt, auf die radikale Romantik und viele andere Sachen auch zurückgreifen, als die wir so präsentiert bekommen und auch als die wir in transatlantischen Bündnissen gut finden sollen. Ja, also ich wäre ja für ein transatlantisches Bündnis zu haben, wenn wir dieses radikale Potenzial der USA nehmen, zum Beispiel Bernie Sanders Democratic Socialism wenigstens mal umsetzen in Deutschland und so, dann wären wir ja immerhin schon weiter. Und da können wir uns durchaus ein Vorbild nehmen an den Vereinigten Staaten.
Und innerhalb der Theorie sieht man auch immer wieder, wie ganz andere Begrifflichkeiten da sind, weil in der ganzen Zeit von, ich sag mal, den 1980ern bis 2008 ungefähr, bis zur Finanzkrise, durfte man in Deutschland ja das Wort Kapitalismus gar nicht mehr in den Mund nehmen. Und das war in den USA anders. Da wurde die ganze Zeit von Capitalism weitergeschrieben und gegen ihn geschrieben. Und auch Sozialismus und sogar Kommunismus durfte man da weiter theoretisieren. Und auch jene, die innerhalb der kritischen Theorie in den USA gewirkt haben, auch nach Marcuse, Fromm und Co., waren auch radikaler. Also auch eine Nancy Fraser ist radikaler als das, was in Deutschland passiert. Aber insbesondere jemand wie Andrew Feinberg, der sozusagen der Schüler von Marcuse, einer der letzten Schüler, den man noch live sehen kann, von Marcuse ist, gewesen ist. Der macht weiter mit Praxisphilosophie. Auch Moshe Postone hat sich am Marx weiter abgebildet und es sieht sich auch als kritischer Theoretiker. Und wenn man gar Leute wie Frederick Jameson oder David Harvey oder Ellen Maxens Wood oder so mit einbezieht, oder Martin Hecklund jetzt, der zwar kein Amerikaner ist, glaube ich, aber in Yale zumindest lehrt, dann sieht man, dass es dort eine radikalere Theorietradition gibt. Und insofern hast du vollkommen recht, aus verschiedenen Gründen können wir uns da eine Scheibe abschneiden, wenn wir nicht nur den offiziösen Kriterien folgen. Gut, eine andere wieder enorm lange Antwort. Ich glaube, es gibt noch im Chatfenster, habe ich gesehen was, ich gucke mal kurz. Hier steht, wir müssen nämlich auch so die nächsten 5 Minuten wahrscheinlich dann Schluss machen. Ich lese jetzt noch mal vor. Danke für die Antwort, dann frage ich gleich noch was, schreibt nett und sicher. Kannst du noch etwas dazu sagen, inwiefern Adorno als Wegbereiter postmoderner Theorie in Deutschland fungiert hat? War das ein Missverständnis? Ich glaube, ich habe das inzwischen schon angedeutet, inwiefern ich das so sehe, eben über diesen Defätismus, über diese Abwendung von der radikalen Politik, aber insbesondere über die Identifizierung oder die Überidentifikation der Vernunft mit Identifikation und damit mit Herrschaft und mit diesem grundsätzlichen Ineinsetzen von Vernunft mit dem Problematischen hat es eben in diese Richtung geführt, dass auf der einen Seite Habermas die kritische Theorie auf eine Art und Weise reaktualisiert hat, in der dann kein radikal Linker mehr so viel sehen kann und auf der anderen Seite die Postmoderne dann eben die einzige Alternative schien und in ihrer Scheinradikalität dann auch in Deutschland eben Erfolg hatte. Also das dazu. Und die zweite Frage, die postmoderne Lösung, Harmonisierung für das Problem einer vereinseitigten Vernunft scheint ja oft in eine Pluralisierung als Vernünfte zu liegen. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, ich finde, also nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ich finde das immer etwas zu einfach. Dann verwendet man halt den Plural und dann ist alles gut. Man bearbeitet nicht den Begriff und guckt sich an, was kann Vernunft sein, sondern man sagt halt, wir haben ja Vernünfte. Man muss dann gar nicht mehr so weiter ausdifferenzieren, was das meint. Man hat aber bestätigt und signalisiert, dass man ja sehr plural und heterogen ist und dass man auch das ganz andere zulässt und dass man natürlich tolerant ist und dass es natürlich auch immer ein Drittes gibt, das man aber vielleicht nicht immer schon aussprechen kann. Und ich glaube, dieser Weg, einfach den Plural aus Singularen zu machen, ist nicht unbedingt theoretisch sehr versiert und hilft auch nicht unbedingt im Problem weiter. Aber man könnte natürlich behaupten, indem Habermas zum Beispiel zwischen instrumenteller Vernunft und kommunikativer Rationalität unterscheidet, führt er 2 Vernünfte ein. Man könnte sagen, indem Hegel zwischen subjektiver und objektiver Vernunft unterscheidet, führt er 2 ein, oder subjektiven Geist unterscheidet, führt er 2 ein. Indem Weber zwischen formaler und substanzieller Vernunft unterscheidet, führt der 2 ein. Und auch könnte man sagen, indem man zwischen instrumenteller Vernunft und emanzipatorischer Vernunft unterscheidet, wie ich das nächste Woche ein bisschen machen werde mit Marcuse, führe ich auch 2 Vernünfte ein. Ich würde aber eher dann das so beschreiben, dass das eine reduzierte, eine Schwundstufe von Vernunft ist, eine Reduktion von Vernunft ist. Also die instrumentelle Vernunft ist einfach eine sehr beschränkte Vernunft. Und die emanzipatorische Vernunft schöpft hingegen das Potenzial des Vernunftbegriffes aus. Also so würde ich sozusagen das dann eher beschreiben.
Aber das ist dann am Ende auch eine Frage der Sprachen, der Theoriesprachen, die man vielleicht verwendet, die am Ende auch ein bisschen nominalistisch sich nur unterscheiden. Insofern kann man das trotzdem tun, aber ich würde es eher nicht. Gut, ich glaube, damit haben wir die Fragen, die nun doch kamen, beantwortet. Oder so, versucht zumindest. Und damit würde ich vorschlagen, sind wir auch punktgenau, können wir eine Punktlandung machen und 21.45 Uhr aufhören. Ich möchte mich bedanken für die Fragen und für die Kommentare. Auch Paul für deine Hilfe, technischer und inhaltlicher Natur, jetzt sowohl durch deinen Kommentar wie durch die YouTube-Vermittlungen. Ja, nächste Woche zur selben Uhrzeit findet dann ein Vortrag zu Marcuse statt. Und danach wird es wahrscheinlich keine Diskussion geben, weil ich dann keine Zeit haben werde, aller Voraussicht nach. Aber wer möchte, kann natürlich immer irgendwie anderweitig schreiben an uns als Hab oder an mich, Lukas Meissner. Man findet mich auf der Max-Weber-Kolleg-Website, falls man die E-Mail braucht. Ich kann die gerade nicht im Kopf. Genau. Damit wäre ich am Ende für heute. In jedem Sinne mache jetzt Schluss und danke an alle. Bis nächste Woche. Cool, ja. Dank dir. Und genau, also man kann auf jeden Fall der Hab schreiben und dann können wir es weiterleiten oder hier einfach in die Kommentare schreiben.